Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier in World Racing und wir spielen heute die Mission Langer Ritt. Ein langes Offroad-Rennen mit unserem geliebten ML400. Wir sollen am Ende Erster werden und 10 Kilometer im Testcenter. Gegen die G55, das ist schwer, aber wir kommen schon mal gut raus. Gute Beschleunigung. Okay, wir sind schon mal Zweiter. Der andere hier vor uns fährt dasselbe Fahrzeugmodell. Stimmt, da haben wir ja auch noch so ein Rennen offen. Diese Holzbohlen, die waren da auch ganz, ganz schwierig zu befahren. So 4 Runden müssen wir hier absolvieren. Das schüttelt einen gleich mal hier durch. Apropos, da habe ich auch noch so ein Spiel. Offroad oder Geländewagen-Simulator, das heißt, wo man dann nochmal speziell für Geländewagen ausgelegt ist. Man dann eben die entsprechenden Strecken befahren kann, die entsprechenden Features eines Geländewagens nutzen kann. Insgesamt fahren wir hier 10 Kilometer, das klingt wenig, ist aber wahnsinnig viel auf solchen Gelände, weil man da wirklich ganz, ganz doll aufpassen muss. Das war wahrscheinlich auch so eine Erholphase. Aber wir können uns leider nicht absetzen. Strecke selber auch echt der Hammer. Das ist doch eine Runde theoretisch nur 2,5 Kilometer, aber das ist ja ewig lang. So, da ist schon mal das Ziel. Müssen wir hier richtig kämpfen. Ja, einen kleinen Vorsprung haben wir, aber der kann schnell weg sein. Froh drin hatten wir allgemein so als Mission lange nicht mehr. Oder da war die letzte Mission ist doch schon lange her.
der Abschnitt hier ist am schwierigsten hier, so kurz vorm Ende. Oh, komm in die Puschen, liebes Auto. Oh, das ist der letzte Abschnitt hier vom Ziel, Leute. Das muss man sich erstmal reinziehen. So, immerhin haben wir die Hälfte des Rennens geschafft, führen ein bisschen mit Vorsprung. Aber das kann ja schnell, das hat hier bei solchen Rennen nichts zu bedeuten. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lange und vor allem schwierig zu fahrende Strecke hier. Okay, ja, wir haben uns schon einen kleinen Vorsprung jetzt, unseren Vorsprung ein bisschen ausbauen können. Das war okay, da, gut. Ja, war auch abgekürzt. Das ist da auch schwierig einzusehen. Das habt ihr ja, das seht ihr ja selber. Also. Also letzte Runde. Mal voll die Konzentration auspacken und dann geht's los. So, und da ist ja noch so eine Mission mit dem Offroad-Rennen offen, so ziemlich vom Anfang an. Da müssen wir uns mit einem Fahrzeug von der Sorte halt gegen die G55-Serie durchsetzen. Da sind wir der Einzige, der so einen hat. Also hier ist es ja schön, wie es aussieht, kein Problem. Aber das kommen wir dann am Ende, wenn wir mit den Meisterschaften durch sind, beziehungsweise Fahrerin Nummer 1 sind. Da werden wir uns dann mit diesem Thema nochmal beschäftigen. Sind wir hier erstmal wieder ein bisschen besser.
Okay, und es geht Richtung Ziellinie. Sieht dann doch sehr... ja, und das musste sein, das musste sein, das musste sein, das musste sein. Nochmal vom Ziel. Hauptsache spannend, aber es reicht trotzdem. Weil wir uns ordentlichen, genügend Vorsprung davon hatten. Über 10 Minuten gedauert, diese Tour. Wahnsinn. So, ja, 11 Sekunden. Trotz dieses Zwischenfalls am Ende. Sehr schön. Okay, Rennplanung. Und da haben wir eine neue Mission freigeschaltet. Das Maß der Dinge. Die Fahrt mit dem W25 hat unsere Techniker nicht ruhen lassen. Sie haben das beste Material verbaut, was wir zu bieten können. Theoretisch fährt der GTE nun über 460 Theorien. Beweise diese Theorie. Im Testcenter 2. 460. 35 geht, das schaffen wir auch, glaube ich, auch nicht mehr. Testcenter 2. Wie soll man das schaffen? Wir probieren das mal. Wir versuchen es, haben wir noch ein bisschen Zeit. Ist das Auto hier okay? Schafft er schon mal. Geht er eben schon mal nicht so ab wie der andere. 410. Schaltet der erst im nächsten Gang her. Wie soll man das denn schaffen? Dass ich ja mit über 400 hier in die Kurven gehen. Okay, er kommt mit 410 raus, aber das ist trotzdem unbeschaffbar. Habe ich schon mal überlegt, man kann das hier noch auf Arcade stellen. So, das hat auch nochmal richtig, richtig Zeit gekostet jetzt hier. Und das war's. Können wir knicken. Ja. Was haben wir denn hier noch so für Missionen in der Rennplanung? Haben wir eigentlich neue Fahrzeuge? Ne, haben wir keine. Den GTA haben wir noch nicht freigeschalten. Was war denn harte Kerle nochmal? Rennen mit dem W55-Streit nicht wirklich beendet. Ist so leicht. Gewinne das längere Rennen und beende den Streit mit dem. Ja, das können wir jetzt auch nicht mehr machen. Ist auch schon wieder die Zeit zu knapp. Aber das andere mit dem GTA, das ist auch wieder so ein Ding, was... Weißt du, so mal gut fahren, ein Stück ist ja okay, aber so, wo du so extrem lange gut sein musst. Und das ist halt das Schwierige. Ja, wir können das harte Kerle probieren, würde ich sagen, im nächsten Fall. Wir hatten doch noch andere Missionen, die wir auch noch machen müssen. Was war denn hier die erste, die wir noch nicht geschafft haben? Die haben wir alle. So, ehrgeizige Ziele, was war das denn? Ehrgeizige Ziele. Ach so, mit dem müssen wir halt ein Offroad-Rennen. Oh Gott, ey, jetzt. Was ist denn jetzt mit mir los? So 8 Kilometer auf. Das schaffen wir aber auch nicht mehr. Ja, es ist, wenn man eine gewisse Fahrtlänge hat, dann ist das leider so. Okay, aber trotzdem danke ich euch wieder fürs Zuschauen und schaltet im nächsten Part einfach wieder ein, wenn ihr Spaß an Videos habt. Und bis dahin haut rein, euer Felix der